Hallo und herzlich willkommen, hier ist Valo mit dem heutigen BMZ und den Themen Fehleranalyse, DDs vs. Tanks, Tanks vs. Healer und Tanks vs. alle. Aber bevor wir damit anfangen, noch eine kleine Frage oder ein kleiner Kommentar zum gestrigen. Ich glaube, das werde ich in Zukunft häufiger mal so machen, dass wenn sich Sachen auf etwas von gestern beziehen, ich sie nicht einfach in meine Warteschlange von Fragen und Kommentaren packe und dann 3, 4, 5 oder 10 Tage später mit reinnehme, sondern einfach noch in das entsprechende Video des nächsten Tages. Also, Herr Balu, hier erstmal der Link. Alles klar, habe ich angeschaut. Das Q&A mit der Frage wegen dem Persolut. Und ich sehe, im Persolut ist jeder ein Nachteil für bestimmte Rüstungsklassen. Verstehe nicht ganz, aber die Richtung verstehe ich. Also grundsätzlich, ich war überrascht, weil es war wirklich so, und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass Ion tatsächlich gesagt hat, dass im Prinzip Personal Loot, also ne, die Zukunft sein soll. Und ich dachte, das hat der bestimmt irgendwie missverstanden oder so. Der hat irgendwie so eine vage Andeutung in die Richtung gemacht. Aber es scheint wirklich der Fall zu sein. Finde ich ehrlich gesagt überraschend. Die Erklärung war halt, der Hauptgrund, warum man halt sowas wie Master Looter verwendet, ist, dass man die Möglichkeit hat, so Gegenstände wie Set-Items an die richtigen Leute zu bringen, damit man halt weiß, okay, nicht jeder sammelt gierig sein eigenes Set, sondern jemand, der 3 Teile hat, ist bevorzugt, wenn er das 4. Teil bekommt, gegenüber jemandem, der 2 Teile hat und das 3. bekommen würde. Also immer das Komplettieren von Set-Boni. Ich bin ein bisschen überrascht, dass man jetzt diese Variante wählen will, quasi die Diablo-Variante. Gespannt, ob auch der nächste Schritt kommt, den ja auch einige von euch gefordert haben, für so manchen Content, dass nämlich man nicht sehen kann, was die anderen für Loot bekommen, damit man sich nicht darüber aufregen kann oder die anderen anbetteln um Loot. Aber gut, das ist wieder noch eine andere Frage, ob das im Raid passiert. Zunächst mal zu deiner Frage. Bei uns im Raid gibt es 6 Leder, 4 Platte, 2 Stoff und einen Kettenträger. Mit Persolut würden der Kettenträger und die Stoffträger weniger Loot bekommen als Leder oder Platte. Und das liegt daran, dass untereinander gehandelt wird. Ein Beispiel, ich als Ledertank bekomme 69er Kopf, nun droppt der in der Woche danach und so weiter und so fort. Ich brauche es nicht alles vorzulesen. Die Idee ist halt einfach die, dass je mehr Klassen oder je mehr Spieler einer bestimmten Rüstungsklasse da sind, die ein doppeltes Item bekommen, desto mehr mit anderen handeln können. Und du sagst dann, wenn ich aber alleine bin, gibt es ja niemanden, der mit mir handeln kann. Ja, das stimmt, aber das trifft ja nur auf die doppelten Items zu. In der normalen Loot-Verteilung, in der, so wie es bisher war, wo einfach nur random irgendwas vom Loot-Table droppt, der ausgewogen ist, droppen ja die erstmalig droppenden Items ständig so, dass die kein Mensch gebrauchen kann, wenn nur einer von der Lederklasse dabei ist. Also ja, es ist ein minimaler Nachteil, die doppelten Items nicht so gut tauschen zu können, aber der andere Fall ist ja viel, viel schlimmer für ein unausgewogenes, also für eine unausgewogene Gruppe. Und ich kann mich da halt noch gut dran erinnern, ich rede da häufig von, also es war damals noch DKP-System, von unserer Zeit in ICC mit meiner damaligen Gilde, wo es halt nahezu keine Lederträger in einem damals 25-Mann-Raid war, das sogar noch gab. Und ich irgendwie jedes Teil bekommen habe, was nicht nur den Vorteil für mich hatte, dass ich schnell gutes Gear hatte, sondern da wir ein DKP-System auch noch hatten, dass ich keine oder ganz, ganz wenige DKP für die Items ausgeben musste, weil die halt sonst keiner brauchte und damit alles andere auch nochmal schneller bekommen habe, selbst wenn es Konkurrenz gab. Also grundsätzlich ist das Personal Loot System, wenn es um unausgewogene Gruppen geht, deutlich besser als ein Master Loot System. Punkt. Deutlich besser als ein Master Loot System. Ob man es jetzt insgesamt gut findet, wie gesagt, ich bin ein bisschen überrascht und ich habe manchmal so das Gefühl, dass es so ein bisschen ist wie, wenn Kinder Spielzeug haben, sich drum kloppen und die Eltern irgendwann sagen, so jetzt kommt's in den Schrank und es spielt keiner von euch damit. Weil auch das grundsätzliche Konzept, dass es Personal Loot nur noch gibt in den Random Raids, die man so joint, in den Pickup-Gruppen, dass man halt nur in Gilden überhaupt Master Looter setzen konnte, lag ja auch nur daran, dass sich ständig Leute beschwert haben, dass irgendwer irgendein Item nicht bekommen hat, was anders ausgemacht war. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viel GM-Zeit dafür draufgegangen ist, dass irgendwer glaubte, ein Item haben zu müssen oder zu dürfen oder zu wollen oder dass es eine andere Absprache gab und so weiter und so fort.
und deshalb irgendwie ständig GMs kontaktiert wurden, weil es hieß, ja, ich bin in der Pickup-Gruppe gewesen und da hieß es First for Second und ich hatte First und ich hatte noch kein Item bekommen, aber trotzdem hat der Raid-Leader sich das genommen oder das ist total doof und unfair. Ich bin hier in einer Gruppe, die hat Master-Loot und der Spieler hat sich die und die und die und die Gegenstände reserviert und das ist gemein und so weiter und so fort. Und ich glaube, deshalb hat Blizzard dann irgendwann gesagt, oh, dann kriegt ihr das halt nicht mehr. Und der nächste Punkt ist halt die Geschichte mit den Split-Rates, dass Split-Rates deutlich ineffektiver werden. Warum das so ist und ob Split-Rates schlimm sind, haben wir kurz schon mal angesprochen, deswegen nur ganz kurz. Das Problem daran ist halt einfach, dass die Leute sich gezwungen sehen, mehrere Charaktere zu spielen, damit ein Charakter davon profitiert. Und das ist ein komisches und blödes System, dass das funktionieren kann. Das macht wenigen bis keinen Leuten Spaß. Es ist eine unglaubliche Zeitverschwendung eigentlich. Und kann halt sehr, sehr absurde Formen annehmen. Und von daher bin ich eigentlich ganz froh, nicht für mich, weil ich sowieso niemals, glaube ich, Content spielen würde, wo die Gilde von mir verlangt, dass ich mehrere Charaktere in Split-Rate spiele. Aber für diejenigen, die halt einfach gerne Raid-Content und kompetitiven Raid-Content machen, dass dieses 6 oder 5 oder wie viele auch immer Split-Rates pro Woche machen zu müssen, eben für sie wegfällt. Hey Balo, da jetzt ein guter Zeitpunkt ist, eine Frage zu stellen, versuche ich auch mal mein Glück. Was ist deine persönliche Meinung zu schlechter Fehleranalyse von Spielern? Ich persönlich erlebe es immer wieder, wenn ich mit einem meinen schlecht equippten Trinks in Mythic Raids, Mythic Plus oder einfach HC Raids joinen, etwas schlecht equippte Trinks, die in Mythic Raids joinen. Also jetzt vielleicht oder was, aber okay, aber egal, weiter im Text. Dass absolut schwachsinnige Gründe für Wipes oder Tode angeführt werden. Oft kommen auch Kommentare aller Mann schon wieder ein Bug. Beispiel, jemand wird vom Dolch bei Kaufen getroffen. Reaktion, ja, konnte den Dolch nicht sehen, ist wohl Bug. Muss ehrlich gestehen, dass mir kein besseres Beispiel auf Anhieb einfällt. Ich weiß aber, was gemeint ist. Denke aber, dass du weißt, was ich meine. Richtig, so ist es. Oft wird nicht mal die Todesursache via Details, Log oder ähnliches angeguckt, sondern es wird einfach so hingenommen und Dinge werden dafür beschuldigt, die definitiv genauso funktionieren, wie sie sollten. Gibt eigentlich zwei Varianten. Also die eine ist halt, es nicht zu wissen und deshalb irgendwas, was nicht dafür verantwortlich ist, fälschlicherweise verantwortlich machen oder einfach nicht schuldig sein zu wollen, obwohl man weiß, dass man irgendwas verkackt hat. Und dieses mit dem nicht schuldig sein wollen kann man halt zum Teil auch verstehen. Auch das Thema hatten wir schon mal grob angeschnitten. Wenn du halt Leute hast, die immer einen riesen Bohai machen, wenn jemand einen Fehler macht und glauben, dass dass Random Raids fehlerfrei ablaufen müssten. Also absurd, ich muss so lachen, weil das noch nicht mal für richtig gute Gruppen im Progress- oder Semi-Progress-Bereich auch nur ansatzweise stimmt. Es stimmt noch nicht mal für die Ultra-Mega-Progress-Gilden, dass die Raids fehlerfrei ab oder ansatzweise fehlerfrei ablaufen. Aber trotzdem haben manche Leute den Anspruch, dass in irgendeiner zufälligen Pickup-Gruppe keiner failen darf oder so. Naja, und wenn man halt so ein Klima erschafft, dann sorgt man halt dafür, dass die Leute überhaupt gar nicht an der Fehleranalyse interessiert sind. Denn wenn bei der Fehleranalyse rauskommt, das war ein persönlicher Fehler von mir, besteht die Gefahr, dass ich gekickt werde oder zumindest geflamed werde. Und das will natürlich keiner. Und dann heißt es halt, naja, oh, da hatte ich Lag, und so weiter und so fort. Es gibt halt so ein paar ganz typische Bosse, wo es bestimmte Mechaniken gibt, wo halt immer Leute erwischt wurden. Ich denke immer noch an, ich glaube, Ice Howl war das oder so, dieser Yeti, der einen angecharged hat. PDK hieß die. Bin mir gerade gar nicht sicher, hieß die PDK, PDOK? Keine Ahnung, ihr wisst, also die vor ICC kamen, diese Instanz. Und der hat einen immer angecharged und hat an die Wand geguckt und dann hatte man sehr, sehr wenig Zeit, wegzulaufen. Ich brauchte immer einen Sprint. Also ich war Schurke und wenn ich einen Sprint nicht hatte, dann war das verdammt eng. Und da hatte auch jeder plötzlich Standbild oder Lag, der danach dann getroffen wurde. Und es war natürlich so, dass die halt auch einfach alle zu langsam waren oder halt einen Fehler gemacht haben und getroffen wurden. Die Mechanik hat funktioniert. Und ja. Ihr könnt dem, glaube ich, zum Teil Abhilfe schaffen, indem ihr sagt, wenn ein Fehler gemacht wird, das ist nicht schlimm. Ich persönlich mag das sehr. Ich finde, gute Gruppen zeichnen sich halt dadurch aus, dass ein Klima herrscht, in dem Leute, die Fehler machen, einfach sagen können, das geht auf meine Kappe, weil es unglaublich hilft, den Progress zu beschleunigen. Weil ein schwieriger und nicht, um nicht zu sagen, der entscheidende Teil des Progress ist, zu sehen, was läuft schief
dann zu gucken, wie kann man es korrigieren, beziehungsweise halt einfach, wenn man weiß, es ist halt eine Mechanik, die darauf ausgelegt ist, dass man eine Weile lang failt und im Laufe der Zeit diese Fehler so lange und so deutlich weniger werden, bis es dann irgendwann mal zu einem Kill reicht. Ja, also das ist einer der entscheidenden Teile und es ist halt überhaupt nicht hilfreich, wenn es dann heißt, oh, wer failt, wird gekickt und so, weil das im Endeffekt nur dazu führt, dass sowas passiert wie das, was du gerade beschreibst. Hi Bardo, der folgende Text ist auf Satzzeichen und Grammatik überprüft worden. Ich habe aber eine Frage zu deiner Meinung über DDs und Tanks. Ich spiele seit Legion Beginn maine Paladin Tank und versuche seit einer Weile mir neue Rollen anzueignen. Jetzt kommt mein Dilemma. Du spielst erst seit Legion Beginn und hast dann ein Main, also spielst dann Main Tank? Respekt. Also die meisten, die ich kenne, fangen irgendwie als DD oder überhaupt mit irgendwas mit ein bisschen weniger Verantwortung an als Tank. Aber gut. Ich schaffe es kaum, mich von anderen Rollen zu beeindrucken. Spiele ich zum Beispiel Demon Hunter als DD, rutsche ich irgendwann wieder in die Tankrolle ab, weil es mir mehr Spaß macht. Ich habe das Gefühl, als DD tut man den Raids nicht viel mehr, als eine Rotation rauszuballern und dabei auf Signale von außen zu achten. Na gut, das gleiche gilt eigentlich auch für einen Tank, so mehr oder weniger. Um zum Beispiel eine Mechanik zu spielen oder aus dem Feuer zu laufen, dabei merke ich nicht wirklich, dass ich Einfluss auf den Kampf habe. Würde ich sterben, ohne bei Top DD zu sein, fällt das in einem Raid meistens kaum ins Gewicht außerhalb des Mythic Race. Ich fühle mich als DD in einem Raid wie ein kleiner Handlanger, der lediglich die Zeit bestimmt, wie lange ein Boss lebt und sonst keinen effektiven Nutzen zum Kampf beiträgt. Meinen wirklichen Nutzen sehe ich nur dann, wenn ich mir ein extra Addon via Skada downloade, das mir anzeigt, wie viel Schaden ich gemacht habe. Als Vergleich dazu meine Sichtweise als Tank. Ich bin dafür verantwortlich, dass der gesamte Raid bestehen bleibt. Wenn ich sterbe, ist es in den meisten Fällen ein Vibe. Es fühlt sich unglaublich motivierend an, sich Mühe zu geben, gut zu spielen. Dabei muss ich genauso auf Mechaniken achten wie eine DD. Ich muss genauso Damage raushauen, aber gleichzeitig auf alle meine defensiven Spells achten. Wenn mein Co-Tank oder Heiler stirbt, weiß ich, dass das direkte Einflüsse auf mich hat und dass ich jetzt alles geben muss, um die Situation bis zum Battle Rest aufrecht zu erhalten. Dazu kommt, dass ich als Tank meist direkt gegen den Boss kämpfe. Ich schaue ihn an und er mich und wir kloppen uns, während die DDs nur seinen Rücken sehen und halt draufhauen. Was ist deine Meinung zum Thema? Findest du die Rolle als die auch vergleichsweise öde? Oder siehst du da mehr Tiefgang drin als ich? Ich bin offen für Meinungen, denn ich würde mich freuen, wenn ich auch endlich Spaß an DDs finden könnte. Ja, du hast halt in einer typischen Raid-Situation viel, viel weniger Tanks als DDs. Da ist es zwangsläufig logisch, dass selbst wenn alle Rollen so exakt gleich wichtig wären, immer gleich wichtig werden. Manchmal ist es ja so, dass die Tankrolle total Banane ist und es eigentlich nur auf die DDs ankommt, also oder auf den Schaden ankommt. Aber wann immer alle gleich wichtig sind, wenn du von einer Rolle nur einen Spieler oder zwei hast, fällt der natürlich mehr ins Gewicht als die, keine Ahnung was, 20 DDs oder wie viel man auch immer hat. Ich glaube, was war das, 17 oder so? Ist so der. Ach nee, wir spielen ja gar nicht mehr. Wir spielen ja jetzt mittlerweile 20er Raids. Siehst du, habe ich doch auch das wieder falsch im Kopf. Ja, also du fällst mehr ins Gewicht und damit fallen auch die Fehler, die du machst, mehr ins Gewicht. Es ist halt immer so ein bisschen eine Frage, wie der entsprechende Kampf ausgelegt ist. Es ist, glaube ich, schwierig, sich als einzelnen DD so isoliert zu sehen. Denn natürlich, wenn die anderen gut genug, das ist ja mal der Fall, wenn die anderen gut genug sind, dann muss ich nicht wirklich viel machen. Weil dann ist genügend Schaden da für alles und ob ich lebe oder nicht, ist egal. Wenn du aber denkst, würden alle so spielen wie ich als DD und du machst Kacke, würdest du wissen, der Boss liegt nicht, die Ads gehen nicht in der Phase tot und du kommst überhaupt nicht von P1 in P2, du kriegst eine Transition-Phase nicht hin und so weiter und so fort, weil überall der Schaden fehlt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der spannende Teil. Und wie krass, auch aus Heiler-Sicht zum Beispiel, unterschiedlich sich ein Kampf spielt, wenn alle DDs guten Schaden machen, verglichen mit alle DDs machen gammeligen Schaden, ist auch irre. Also du hast mitunter eine Kampfdauer, die 50% oder mehr länger ist, wenn die Leute eben wenig Damage machen. Das heißt, als Heiler geht dir das Mana durchaus extrem schnell aus, wenn du schlechte DDs dabei hast. Mal abgesehen davon, dass es dann oft zu Situationen kommt, wo auch noch mehr Mana gefragt ist. Weil wenn du schlechte DDs hast, dann hast du ein Add, das später stirbt. Das macht einen bestimmten Spell einmal mehr, als es den üblicherweise machen würde. Ich denke da gerade an den Kill-Jaden-Kampf.
Oder klopft halt den Tank um, weil es länger lebt, als es das sollte und so weiter und so fort. Also ja, wenn man es wirklich so stumpf sieht, also wenn ich gar nichts mache und gecarried werden will, ist das leichter als DD, als es als Tank ist, dann absolut. Grundsätzlich auch ja, die Verantwortung ist ein bisschen größer als als Tank, weil du eher so eine binäre Situation auch hast. Ein Fehler ist oft das, also ein grober Fehler ist oft der Tod. Aber ansonsten finde ich die DD-Rolle auch absolut reizvoll, wenn ich die DDs als Ganzes sehe und mir denke, wenn alle so spielen würden wie ich, wie würde dieser Kampf aussehen? Und ich liebe es, mit guten DDs zu spielen. Ob ich nun selber DD spiele, ob ich selber Heiler spiele oder ob ich selber Tank spiele. Ich finde es anstrengender, mit schlechten DDs zu spielen, als mit schlechten oder mittelprächtigen Tanks zu spielen. Natürlich ein Tank so schlecht ist, dass er immer für einen Vibe sorgt, ist das auch frustrierend. Aber ich kenne halt auch die Situation, dass man einfach nicht vorankommt, weil die DDs extremst mies Schaden machen. Moin Balo, was hältst du von den aktuellen Tanks? Ich finde die Spielmechanik derzeit ein wenig fragwürdig. Okay, ich bin gespannt. Bei uns im HC-Raid steht der DK-Tank meistens an erster oder zweiter Stelle im Heal. Und? Für mich als Heiler ist es recht ermüdend, in einen Raid zu gehen und genau zu wissen, es gibt da einen Tank, der die ganze Zeit vom Boss verkloppt wird und mehr Selbstheilung macht als ein Heiler, der dafür da ist, den Raid am Leben zu halten. Und? Also der Tank ist ja auch dazu da, sich am Leben zu halten. Ne? Das ist ja seine Mechanik, gerade als Tank mit einem starken Self-Heal. Außerdem können einige Tankklassen fast so viel Schaden machen wie schlecht equippte DDs. Ja, in den meisten Fällen machen extrem gute Tanks so viel Schaden wie schlecht equippte DDs, die Kacke spielen. Ne, also das darf man halt auch nicht vergessen. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber so, das ist die grobe Faustregel. Für mich fühlt sich die Rolle als Heiler nicht mehr so wie an wie früher. Oh Gott, wie war es denn früher? Bin gespannt. Der Heiler wurde mehr geschätzt als heutzutage. Okay. einige Bosse kann man nun gar mit einem oder zwei Heilern spielen. Konnte man schon immer. Teilweise gibt es komplette Bossphasen, in denen ein Heiler nichts heilen muss. Gab es schon immer, da nur die Tanks Schaden bekommen und sich diese meistens komplett selber heilen können. War auch nahezu schon immer der Fall. Vielleicht ganz am Anfang, Classic-Zeiten nicht, aber da gab es ja auch deutlich weniger Tanks, um nicht zu sagen, da haben nur Krieger getankt. Findest du, Blizzard sollte die Tanks so verändern, dass sie weniger heilen und Damage machen und die Heiler in ihrer Rolle wichtiger erscheinen lassen? Nein? Oder sollte Blizzard die Boss-Mechanik überdenken? Auch nicht. Ich habe schon mal was dazu gesagt zum Thema Self-Heal bei Tanks. Es hat nichts mit Balance zu tun, wenn ein Tank viel Self-Heal hat. Das bezahlt er meistens damit, dass er an anderer Stelle weniger hat und das ist dann meistens in Form von Mitigation. Hätte er beides, also extrem viel Self-Heal und extrem viel Mitigation, wäre er der mit Abstand beste Tank und keiner würde eine andere Klasse spielen. Das ist aber meistens nicht der Fall. Also die starken Self-Heal-Tanks sind ja oft vor allen Dingen DK und DH. Weiß nicht, wie der im Moment die Balance ist, aber historisch war es auf jeden Fall immer der DK. Der hatte dafür den Nachteil, dass er ständig irgendeinen Cooldown aktiv haben musste, um überhaupt die Hits auszuhalten und halt eben nicht die Mitigation von zum Beispiel einem Krieger-Tank hatte. Also nicht so viel Schaden vermeiden konnte, sondern seine Mechanik war eher, statt den Schaden zu vermeiden, hat er ihn wieder weggeheilt. Das ist eigentlich eine ätzende Mechanik grundsätzlich, weil sie schwer zu spielen ist, schwer gut zu spielen ist und in vielen Fällen die schlechtere Variante ist. Wenn ich die Wahl habe, einen 20 Millionen Damage-Hit direkt zu fressen und mich dann entsprechend wieder voll zu heilen oder die Frage habe oder die Wahl habe, nur einen 10 Millionen Hit zu kriegen, nehme ich natürlich immer die Variante, dass ich nur den halb so starken Hit bekomme, weil das andere meinen HP-Balken quasi stärker nach unten bringt und damit die Gefahr erhöht, dass ich sterbe. Also diese Mechanik ist grundsätzlich keine, die man unbedingt haben möchte, sondern eine, die schwer zu balancen ist, die allerdings oft im trivialen Content gut ist. Würden Heal-Meter auch den mitigierten Schaden anzeigen als erhaltene Heilung oder als gewirkte Heilung, wären, glaube ich, massig Tanks extrem weit vorne. Gerade wenn ich mir angucke, was Monk Tanks da an Mitigation mitunter rausbringen können, weil es eben so deren Mechanik ist, würde vermutlich kein Heiler mehr auf Platz 1 im Heal Meter auftauchen. Ist aber im Moment noch nicht so. Ich glaube, es ist keine gute Wahl, Mechaniken auf das Ego von einzelnen Spielern zu balancen, die meinen, sie müssten oder hätten es, sie müssten auf Nummer 1 stehen in irgendeinem von ihnen ausgewählten Wert,
oder die glauben, sie hätten es verdient, dort zu stehen. Ich glaube, das ist keine gute Wahl, das Spiel daraufhin zu balancen. Das hat uns ein Stück weit schon den Disciplepriest gekostet, der an sich eine gute Mechanik war, aber unter anderem deshalb halt gestorben ist. Und ich glaube, das ist allgemein kein guter Ratgeber. Solange die Mechaniken an sich gut gebalanced sind und Spaß machen zu spielen, können sie so bleiben. Ein Tank wird üblicherweise keinen Heiler ersetzen. Es gab mal beim Blood Decay, glaube ich, oder war das auch damals schon Blood, oder war das damals noch Frosty Tankspec? Diese komischen Blattwürmer, die, glaube ich, auch den Raid mitgeheilt haben, die waren, wenn ich mich recht entsinne, zu einem Teil zwischendurch mal absurd stark und haben tatsächlich extrem viel Heilung gemacht auf alle. Und ja, ich weiß, es gibt dann immer mal die Videos, wo Leute irgendwas mit 20 DKs machen und so weiter und so fort, oder wo irgendwer als die und die Klasse was solot. Aber auch dazu habe ich, glaube ich, schon x-mal was gesagt, was Self-Heal und Trivial-Content betrifft und den Umstand, dass Klassen mit starkem Self-Heal zwangsläufig, wenn das Balancing gut ist, nicht wenn es schlecht ist, sondern wenn das Balancing gut ist, in der Lage sein müssen, Trivial-Content sehr, sehr gut zu machen. Und deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal. Also grundsätzlich finde ich, ist erstmal alles in Ordnung. Erst wenn du als Tank mit deinem Self-Heal die Rolle eines Heilers übernehmen könntest, also andere Leute heilen, dann wäre das anders. Und ob du jetzt irgendwelche Encounter mit einem Heiler oder ohne Heiler spielen kannst, sobald du sie outgearst, das sollte eigentlich nie jemanden interessieren. Mich interessiert's nicht. Ich hoffe, auch Blizzard wird das in Zukunft nicht interessieren. Also auch zu balancen anhand von outgegeartem Content, den man halt komplett auf Farm hat, ist halt unsinnig. Hi Bardo, ich habe seit geraumer Zeit das Gefühl, in WoW nicht mehr weiterzukommen, habe allerdings auch eine Idee, woran das höchstwahrscheinlich liegt. Ich spiele aktuell einen Gearscore 936 Druiden-Tank. Ein einziges Mal bin ich mit ihm mythisch plus 11 gelaufen, LFR und höhere Raids noch nie. Oh, selbst LFR noch nicht, okay. Woran das wohl liegt, das weiß ich nicht. Ich schätze mal, ich habe zu viel Angst davor, Minimum 4 anderen Spielern den Spaß zu versauen, indem ich mich als Tank anmelde und es vergeige. Ich bemerke zum Beispiel, dass ich mythisch plus 5 bis mythisch plus 10 eher seltener die Goldzeit erreiche, bin mir aber nicht sicher, ob daran einzig mein Damage oder meine Pullweise. Bei einigen Affixen ziehe ich halt jede kleinstmögliche Gruppe ran, um nicht direkt über den Jordan zu gehen oder den Heiler unter zu viel Stress zu stellen. Ist ja auch grundsätzlich mal eine gute Herangehensweise. Also man kann grundsätzlich in den Mythic Plus erstmal praktisch alles hinbekommen, indem man die Pulls einzeln macht. Grundsätzlich mal. Das verfeinert man halt später, aber kommen wir vielleicht gleich noch zu. Erstmal lesen wir mal die Frage zu Ende. Gerade in Raids mit mehreren Spielern traue ich mich gar nicht zu tanken, einfach aus der Angst, trotz DBM alles falsch zu machen, was ich falsch machen könnte. Kann ja auch gut passieren. Also selbst wenn man DBM hat, heißt es ja noch lange nicht, dass man den Encounter fehlerfrei spielt. Das wäre sehr schön, wenn es umgekehrt so wäre, glaube ich. Hast du eventuell Ideen, wie ich meinen inneren Schweinehund überwinden kann, um mich einfach an höheren Content heranzuwagen, um auch im Gear endlich vorwärts zu kommen, ohne auf Titanforged hoffen zu müssen? Also der absolut ideale Weg ist natürlich immer, Leute zu haben, die man kennt, mit denen man Spaß hat zu spielen und wo man in Ruhe das lernen kann, was man lernen muss, oder sie einem auch noch dabei helfen. Allgemein ist es natürlich nie verkehrt, sich auch noch zu verbessern bei dem, was man macht. Wobei als Tank oft die eine Möglichkeit sein kann, sich ein bisschen zu verbessern, die Sachen schon mal zu versuchen, Solo zu spielen. Zumindest mal Solo Mythic 0 zu spielen. Denn da lernt man Puls schon ganz gut und sieht, wer macht was, was kann ich mir zumuten, wo kommt der Schaden her und so weiter und so fort. Also Mythic 0 Solo zu machen, finde ich, ist schon mal zumindest so eine grundsätzlich gute Idee, einen Eindruck zu bekommen, wie der ganze Spaß funktionieren kann. Mit Leuten zu spielen, die im Idealfall wissen, wie der Content funktioniert, ist natürlich das Allerbeste. Oder sich zumindest halt mal Leute zu merken, mit denen man gespielt hat, die einem positiv aufgefallen sind. Wie auch immer positiv. Für manche ist positiv aufgefallen halt, in erster Linie hat guten Damage gemacht, hat gut geheilt. Andere sagen, der hat sich hier nett verhalten und so weiter und so fort. Und die dritte Möglichkeit ist halt, Gruppen aufzumachen, in denen man explizit sagt, das ist eine Gruppe gedacht für Anfänger oder Leute, die nicht so viel Erfahrung haben. Bringt Zeit mit. Es wird bestimmt passieren, dass wir das ein oder andere Mal wipen. Das wird vielleicht eine Weile dauern, bis sich die Gruppe füllt, aber Zeit scheint ja bei dir nicht das Problem zu sein.
Ist ja nicht so, dass du hier jetzt schreibst, oh mein Gott, ich möchte jetzt instant möglichst schnell einen 12er Dungeon machen oder einen 15er. Sondern du sagst ja, ich möchte so auf lange Sicht das vielleicht mal machen. Also jetzt reden wir erstmal von den Dungeons, weil es da leichter ist mit den Gruppen. Und dann würde ich empfehlen, im Zweifelsfall mal so eine Art von Gruppe zu bauen und den Leuten das auch nochmal zu sagen, wenn sie joinen. Ne? Du, ich habe hier nicht viel Erfahrung ich habe noch nie ein hohes, keine Ahnung, 12er, 14er gelaufen und so weiter und so fort, sodass sie, wenn ihnen das gar nicht passt, leaven können und du alternativ eine Gruppe hast, wo du davon ausgehst, und wenn wir uns dann ein bisschen durchwipen, aber am Ende, wenn wir da durchgekommen sind, haben wir was gemacht oder fertig gespielt, was wir so noch nicht hatten. Bei Raids ist das nicht ganz so leicht. Also es ist halt, wir hatten jetzt ein paar Mal heute das Thema Tank, es ist halt bei Raids so, dass Tank eine zentrale Rolle ist und überhaupt nicht zu wissen, was man tun muss. Du sagst ja, du hast noch nicht mal LFR gemacht. Als Tank würde halt voraussetzen, dass der restliche Raid dir das entsprechend erklärt. Idealerweise du einen Code-Tank hast, also einen zweiten Tank hast, der dir exakt erklärt, was du machen musst und bereit ist damit zu leben, dass der Tank nicht so die Ahnung hat, was er da tun muss. Und ich habe nicht viel an Taurus geradet. Ne? Von daher kann ich das jetzt nicht so ganz leicht sagen. Aber es ist nicht immer so, dass die Mechanik nur wir taunten auf 3 sind. Also wenn ich da sowas einen Raid zurückliegend denke, wie Avatar zum Beispiel, der war schon ziemlich anstrengend zu spielen als Tank. Also da musste man sich schon sehr konzentrieren, um da nichts falsch zu machen, richtig zu positionieren, das Add immer zu haben an der richtigen Stelle, den Tankwechsel zu schaffen. Und sind auf HC selbst regelmäßig ist einer der Tanks umgekippt oder nahezu umgekippt, weil der Tankwechsel nicht geklappt hat. Und guck vor allen Dingen, was du glaubst, was dir mehr Spaß macht. Es ist halt, also es ist schon ein bisschen ein unterschiedlicher Weg, den du gehen musst, wenn du eher sagst, ich möchte in Richtung Mythic Plus gehen oder ich möchte in Richtung Raid gehen. Weil beim Raid ist halt die Empfehlung, irgendwann sich eine entsprechende Gilde zu suchen, die so ungefähr das Tempo hat, was man selber haben möchte. Wohingegen man beim Mythic Plus sich definitiv eine Gruppe suchen sollte, unabhängig davon, ob die Gilde sind oder nicht, oder zumindest halt eine Handvoll Spieler, denen man vertraut, mit denen man halt die Mythic Plus Gruppen bilden kann. Wir haben heute schon wieder so ein ewig langes BMZ gemacht und heute gar keinen Deppen des Tages gehabt, weil diese Frage hier eigentlich die gewesen wäre, die normalerweise der Depp des Tages ist. Das ist nicht Ziel der Übung, es ist nur ein bisschen länger geworden durch diese beiden Umstände, dass wir eine Frage vorgezogen haben, damit also eine mehr hatten und jetzt einen Depp des Tages weniger und diese Frage mehr hatten. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und rufe nochmal dazu auf, auch wenn es WoW-fremde Themen sind. Es gab ja viel Feedback auch auf die Horrorfilmfrage, wenn irgendwas in diese Richtung geht, auch diese Fragen zu stellen, die mag ich auch sehr gerne. Ich sage Tschüss, bis morgen, wenn ihr möchtet. In diesem Sinne, euer Onkel Barlow.